So, jetzt sind wir auf dem Friedhof. Können wir mal die ganzen Gräber kaputt machen. Und Zäune. Okay, jetzt haben wir erstmal noch Besuch. Ich finde das nicht ganz so toll. Und der da oben dürfte jetzt, glaube ich, auch gleich vorbeikommen. Ne, der schreit erstmal so rum. Oh, okay. Ja, dann schrei mal. Der schreit sich quasi bereit. Würde ich sagen. Wollen wir mal noch ein paar Skelette kaputt oder Zombies oder was auch immer das sein soll. Untote auf jeden Fall, die nicht sehr begeistert davon sind, dass ich ihnen hier ihre letzte Ruhestätte vernichte. Aber jetzt, komm her. Mittlerweile sollte ich das ja können, das Viech kaputt zu machen, ohne zu sterben dabei. Ach, dabei fällt mir was ein, bei dem Viech, wenn ich das schon sehe. Und zwar, oh, jetzt muss ich aufpassen. Warte mal, ganz kurz. Da muss ich mich jetzt doch ein bisschen konzentrieren. Okay, also, und zwar, wenn ihr euch noch erinnert, haben wir ja da vorne etwas am Anfang, wo doch die zwei solcher Fettklopse waren. Also, ich würde mir ganz gerne ein paar Namen dafür irgendwann mal noch, muss ich mir ausdenken, weil Fettklops ist halt so allgemein. Oh. Oh, was denn hier? Da waren wir vorhin. Kann das sein? Ja, doch. Ich glaube, da sind wir vorhin entlang gelaufen. Ja, doch, da waren wir vorhin. Genau. Und zwar... Also erstens, ja, ich muss mir ein paar Namen überlegen. Fettklops ist immer blöd. Ich muss mal schauen, ob es irgendwo eine Webpage gibt oder so, wo man sehen kann, wie die ganzen Viecher hier heißen. Auf jeden Fall zwei von den Fetten hier mit den vier oder sechs Armen oder wie viele das waren. Die haben wir ja vorhin da drüben gehabt. Die musste ich ja gleichzeitig bekämpfen. Ne? Und beim ersten Mal habe ich mir so gedacht, okay, die kannst du nicht besiegen zu zweit, dann springst du auf den Vorsprung wieder hoch. Habe ich gemacht, gesagt, getan. Und dann musste ich feststellen, scheiße, die können auch noch werfen. Und dann haben die einfach mit Felsen nach mir geworfen. Und natürlich hat mich der erste Felsen sofort erwischt und ich war tot. Das war ein bisschen ärgerlich, musste ich aber ein bisschen lachen, weil damit habe ich absolut nicht gerechnet. Dass die dann einfach anfangen. Weil normalerweise kennt man das ja, okay, wenn der Gegner dich nicht mehr erreichen kann, dann lässt er von dir ab. Aber die haben dann einfach gedacht, hey, okay, wenn der abhaut, dann werfen wir einfach nach ihm. Naja. Also da bitte aufpassen, die Viecher können auch nach euch werfen, wenn ihr zu weit weg seid. Und wenn ihr darauf nicht aufpasst, dann erwischt euch der Stein und dann seid ihr in der Regel eigentlich auch recht schnell platt. Okay, diesmal keine Message. Okay, na gut. Sonst beim letzten Mal. Achso, warte mal. Vielleicht müssen wir jetzt erstmal hier runter wieder. Ach, ich kann ja rennen mit der. Das vergesse ich immer wieder. Oh, hallo. Stimmt, wir sind ja in der Zwischenzeit ja mal wieder gestorben. Okay, diesmal kommt hier kein Text. Gut, ich sag jetzt auch erstmal nichts. Ich möchte nichts spoilern. Gut, ich muss auch sagen, das hat mich damals auch mehr verwirrt als alles andere.
Hilfreich war es auf jeden Fall nicht, was Fury da zu sagen hatte. Jetzt gehen wir zurück und gehen jetzt quasi wieder in das Knochenland. Oder warte mal, schauen wir doch mal, können wir ja schon wieder ein bisschen was... Ja, wir könnten eigentlich auch mal wieder ein bisschen was verbessern. Gehen wir mal zu Ultan. Sei gegrüßt. Bitte, lass dir Zeit. Schauen wir mal, wie weit wir bei Ultan kommen. Ich denke, ein Upgrade schaffen wir auf jeden Fall von der Waffe und dann noch eins von der Waffenverbesserung. Das ist auf jeden Fall drin. Ob zwei Upgrades bei der Waffe drin sind, das bezweifle ich ehrlich gesagt. Aber schauen wir mal, lassen wir uns doch mal überraschen. In letzter Zeit ist es hier viel lebhafter. Das ist nur dir zu verdanken. Du hast der Menschheit eine Chance gegeben. Dafür möchte ich dir etwas geben. Dieses Schmuckstück verstärkt deine pure Kraft. So wirst du noch bedrohlicher. Die Gnade des Reiters. Dieses Medaillon wurde von Ultan geschmiedet und wird vom Glauben und der Wertschätzung geretteter Menschen genährt. Die daraus entstehende pure Energie stärkt Furys Fähigkeiten enorm. Also erstmal vielen Dank für die Anerkennung, dass ich dir ein paar Menschen zukommen habe lassen. Finde ich sehr schön. Da möchte wohl jemand mächtig. Jetzt rüsten wir mal ganz kurz auf und dann schauen wir mal, was diese Gnade des Reiters eigentlich ist. Ich hätte dich für möglich gehalten, aber jetzt bist du noch tödlicher. Genau ein Fragment fehlt uns. In Ordnung. Mal sehen, was ich für dich tue. So, damit wirst du ordentlich Verwüstung anrichten. Und hier brauchen wir jetzt noch 4 Engelsartefakte und eine Essenz eines Auserwählten. Dann können wir hier nämlich die Dämonenstärkung auf plus 4 machen. Oder eigentlich ist es ja dann mehr. Das ist dann quasi ausgewogene Stärkung, heißt es dann. Okay, dann heißt es ausgewogene Stärkung und dann haben wir jetzt plus 20 Gesundheit und plus 20 Schaden. Interessant. Viel Glück, Fury. Das wird uns tatsächlich auf jeden Fall weiterhelfen. Na, hier müssten wir auch mal noch da oben entlang gehen. Da kriegen wir auch noch mal ein paar schöne Sachen. Aber das machen wir erstmal bis zur nächsten Sünde, hätte ich gesagt. Die würde ich ganz gerne doch mal Platz sehen. Beziehungsweise überhaupt mal sehen. Ich habe sie ja noch nie gesehen. Also für mich ist die dann auch neu. Achso, genau. Jetzt ganz kurz hier. Gnade des Reiters. Lucha, wenn ein Gegner getötet wird. Also wir bekommen 10% mehr Lucha, wenn ein Gegner getötet wird. Okay. Ist jetzt nicht ganz das, was ich mir erhofft hatte. Aber gut, wir kriegen mehr Seelen. Das ist doch auch schon mal was, oder? Wir kommen zurück im Knochenland. Zu Pferde wäre diese Reise viel einfacher. Nochmal, du bist zum Beobachten hier, nicht zum Reden. Oh, ich bin wegen viel mehr hier. Gehört Sterben dazu? Eine Drohung. Das habe ich noch nicht entschieden. Immer schön den Finger in die Wunde legen, so ist rechts. Aber gut, andererseits hat sie es ja verdient irgendwo. Nicht nur Vulgre. Oh, vorsichtig. Oh ja, die sind jetzt... Treffen wir hier auf jeden Fall auf neue Gegner. Die haben wir vorher so noch nicht gesehen. Gut, das werdet ihr euch vielleicht schon gedacht haben, als ihr hier diesen Thronreiter da gesehen habt. Machen wir den spare ich noch kurz aus. Machen wir erstmal das lästige Viech hier weg. Der könnte ruhig auch für die Trägheit stehen, die faule Sacke hier. Statt dass er einfach mal aufsteht aus seinem Stuhl. Aua. Ja, der war echt immer ein bisschen lästig tatsächlich. Aua.
können wir jetzt auch noch ein bisschen verbrennen. Oh, auf jeden Fall ziemlich lästig, das Viech. Ihr habt das ja gerade selber gesehen, wie lange man sich mit dem durchaus beschäftigen kann. Habe ich auch... Ich habe jetzt leider auch nicht so den Bogen rausgehabt, aber das kommt noch. So, den nächsten lästigen Viecher. Ich muss mal ganz kurz hier... Ich hatte gerade... Ja, wusste ich doch, da ist doch noch ein zweiter. So, jetzt haben wir aber erstmal hier mit den Ketten. Waren das die Ketten der Verachtung? Ich weiß schon nicht mehr. Ja, die Ketten der Verachtung drauf, die haben ja Lebensregeneration. So, die sind auch fies. Die werfen uns so Explosionszeug nach uns, also ähnlich wie diese Gollum-artigen Viecher. So ein Pilz, der dann explodiert. Also, das können wir echt nicht gebrauchen. So, jetzt ist aber mal Schluss hier. Ich will doch nur da drüben das Zeug da einsammeln. Dankeschön. Oh, da kommen gleich die nächsten an. Hey Leute. Habt ihr auf Facebook irgendwie die Einladung auf öffentlich gemacht oder was ist hier los? Oh. Ah, der, ich glaube, der beschwört nämlich ganz gerne solche Viecher, ja, ich glaube, deswegen kommen so viele. Okay, na gut, dann machen wir den auch noch fertig, den Sensemann. Den muss ich sagen, den finde ich ziemlich geil, wie der ausschaut. Der hat mir doch sehr, sehr gefallen vom Aussehen. Die hier können wir auch noch in den Kampf holen. Die hängen nämlich einfach nur so ab. Und wenn die der Meinung sind, wir wollen gegen sie kämpfen, dann holen wir die hier einfach runter. Das mache ich jetzt auch mit dem. Das sind ja alle schöne Bonus-Lurker auf jeden Fall. Wir wollen ja so viele wie möglich sammeln. Hör jetzt auf, dich zu verteidigen. Nimm es wie ein Mann und steck die Schläge ein. So, perfekt. Dann geht's da drüben weiter. Da sehe ich schon einen wieder mit roten Augen. Das gefällt mir nicht so. Das gefällt mir nicht so. Ah, Mist, den wollte ich... Okay. Der andere ist schnell gestorben. Ich wollte jetzt keinen Doppelkampf, also nicht gegen zwei kämpfen. Aber der andere war ja dann doch ziemlich schnell platt. Was? Was? Oh Mann. Ich hasse diese Viecher einfach. Was soll denn das? Jetzt würden die sich alle eine SMS oder eine WhatsApp schreiben. Hey, wenn ihr Fury loswerden wollt, dann haut doch... Lasst doch einfach die Schwarzen da mal so draufhauen. Echt furchtbar. Gerade nochmal gut gegangen. Boah, der tat weh. Oh Mann, echt jetzt? Ich glaube, heute ist nicht ganz so mein Tag mit solchen Gegnern, ha? Jetzt holen wir uns erstmal hier die ersten paar Seelen zurück. Ja gut, das Gemeine ist natürlich... Das habt ihr, glaube ich, so noch gar nicht gesehen. Aus seinem Bauch kommt auch irgend so ein Viech raus und das haut auch noch einen.
Noch dazu und hat mit seinem Magiefeuer da und dann kann er seinen Spul auch noch als Waffe einsetzen und schießt irgendwas, so Laserstrahlen, Genki-Dama, nee, nicht Genki-Dama, sorry, oh man, eine Kamehameha hat er sich beim Son Goku abgeschaut. Sowas ähnliches zumindest. So, nimm das jetzt hier. Meine Güte. Das wäre eigentlich ziemlich cool tatsächlich, wenn man in der Lage wäre, irgendwie die Waffen kaputt zu machen, bei denen, dass sie sich nicht mehr verteidigen können. Weil ich meine, irgendwann, so ein Schwert hält ja auch nicht ewig aus. Also sollte irgendwann ja auch so ein Schwert kaputt gehen. Da drüben ist übrigens nochmal ein Mansk. Ah. Die da oben so abhängen, die hängen auch nur einmal so ab. Das sind wohl auch welche, die so schnell nicht mehr wiederkommen. So, machen wir kurz einen Prozess, hoffe ich. Ja, das hat doch eigentlich ziemlich gut funktioniert. Warum nicht gleich so? Ich habe sogar noch ein bisschen Chaos übrig. Ah, jetzt ist es zu spät. Habe ich jetzt zu spät reagiert. Ein Diamantspatstück und ein Belebungskern. Das ist ja geil. Vor allen Dingen das Diamantspatstück, das brauchen wir nämlich dann, um unsere Waffen von plus 6 nach plus 9 abzugraden. Das wirst du nie vergessen, oder? Im Gegenteil. Es könnte sich noch als nützlich erweisen. Ja, wahrscheinlich. So, warte mal, hier ging es nicht lang. Da mussten wir jetzt nämlich die Manske benutzen. So, und jetzt hüpfe ich hier hin. Hau da nochmal rein, schau, und dann sind wir auch schon hier oben. Auf! Aber jetzt muss ich nochmal ganz kurz nach unten, weil hier gibt es ja auch was Schönes. Oh Mist, wie kriege ich denn... Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Wie kriege ich denn das Zeug da jetzt hier kaputt? Ach so, ja klar. Nee, warte. Hm.